So, Leute, ihr Behinderten, ich hab Cotelio und Wishes da in dem Dingen, die könnt ihr nicht hören. Ich reg mich jetzt hier die ganze Zeit auf und weil ich dieses behindert. Nein, was? Dieses Level wird durchgespielt. Du kannst aber keines der von Super Kong gesammelten Items behalten. Möchtest du den Super Assistenten? Nee, ich möchte nicht den Super Assistenten verwenden. So, hier, dieses behinderte Level. Ich reg mich schon so auf. Ich hab schon 30 Instant-Ausraster bekommen. Und jetzt wollte ich euch das zeigen, weil es mich echt aufregt. Jetzt höre ich den Sound doppelt. Jetzt kriege ich gleich erst recht einen Raster. Ich möchte das jetzt einfach schaffen hier. Es kann doch nicht so schwer sein. Wishes zockt Majora's Mask. 7 Leben nur noch. Ja, und Cotti schreibt eine Trennkostliste auf. Ja, Cotti will abnehmen. Alter, wenn du kaputt. Na! Weh, weh, da kommt ein Kommentar nach dem Motto, du machst es aber auch zu unruhig. Es ist nicht unruhig. Es ist. Ja, und er sagt direkt, du machst es zu unruhig, weißt du? Ich direkt mal einen geben. Ich das gerade aufregt! Verdammt nochmal, ey. Krieg echt zu viel. Ja, das ist auch nicht klappt. Ich will das jetzt schaffen, verdammte Scheiße. Das kann doch echt nicht so schwer sein. Die kommen hier wahrscheinlich gleich schon rein. Was machst du? Was schreist du denn da um 12:30 die Gude zusammen? Ja, doch, ich hab ein Leben. Aber nicht mehr lange. Ja, Alter, das kann nicht sein. Dauernd kommt dieses behinderte Ding von da oben runter. Ja, von mir aus. Was? Troppelfrüchte? Ach, Trockenfrüchte, Mann! Ey, ich hab keinen Bock mehr, Leute. Wer? Sagt mir, wer soll den Scheiß schaffen? Das ist übrigens siebte Welt, irgendwie Level 4 oder so ein Kack. Hä? Wieso sollte ich die hassen? Einzigen, den ich hasse, ist dieser behinderte Affe. Nein, ich reg mich nicht auf. Es sieht nur so aus. Es ist echt nicht wahr, dieses Spiel. Ich habe hier an dem Level schon an die 30 Leben verballert, ey. Ach, das sieht man nicht, oder was? Ja, du willst mir jetzt... Boah, Cotelio, jetzt... Komm. Es ist echt nicht wahr hier. Ich raste aus, Leute. Ich raste aus. Ich sag. Ja, Wishes muss die Piratenfestung bei Majora's Mask machen, Leute. Wie lächerlich ist das denn, bitteschön, im Vergleich zu dem hier? Alter, schon wieder gestorben! Wett nach hinten ist das Ziel! Ja, und Wishes sagt, er schafft es beim zweiten Versuch. Leute, ich schwöre euch eins. Wenn der nächste Woche oder wann willst du es anfangen? Wenn der nächste Woche dieses behinderte Spiel anfängt, dann guckt ihr alle. Und wenn der verkackt, dann schreibt ihr den verkackten Kommentar drunter, dass er schlecht ist. Ja, er sagt, es ist ernst zu nehmen. Ist es auch, weil er schafft es nicht. Er schafft... Boah, ey, Alter. Alter, ich hab jetzt null Leben. Ich mach das jetzt den letzten Versuch hier. Aber nicht den letzten Versuch forever. Ihr werdet so lange bei dem Scheiß-Video dabei sein, bis ich das Level geschafft habe. Und wenn es morgen früh erst zu Ende ist. Und wenn ich alle Münzen verbrauche, es ist mir egal, ich will das jetzt schaffen. Wenn du was schaffst, wir haben ja noch nicht die genauen Konditionen jetzt hier ausgehandelt. Alter, ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Wir sind Game Over gegangen. Was für eine Scheiße, ey. Passt auf, jetzt kriegen die Behinderten 4 Ballons. Jetzt gehen wir noch beim Cranky Denki einkaufen. Und dann kriegen wir erstmal wieder 18 Ballons hier. Zieht euch die Scheißwelt rein. Es ist so eine behinderte Fabrikwelt.
Ja, und Wishes sagt, die Harzer Piraten sollen arbeiten gehen. So, ist mir egal, ob ich jetzt meine ganzen Münzen verbrauche. Ich will das Level verdammte Scheiße jetzt schaffen. Und jetzt schaffen wir es auch. Boah, Leute, ey. Ich hab das ja... Nee. Ich hab das bei Mario Kart gesagt. Okay, Wette gilt. Jo, also er hat, wir haben gerade jetzt eine Wette abgeschlossen, Leute. Wenn er das Level, was ich hier gerade spiele, innerhalb von 3 Versuchen schafft, dann mache ich ein Video, wie toll Wishes Gamer doch ist. Oder TV oder was auch immer, ist mir egal. So, Wishes, und wenn das andersrum ist, ne? Wenn ich gewinne, dann machst du das Video. Ja, nein, nicht, dass du eins machst, wie toll du selber bist. So, Freunde, hier bis hierhin, das war nicht so das Problem, ne? Das hier, das war schon behindert, aber das ging auch noch. Aber wo, hier gehe ich jetzt auch wieder sterben, wetten? Also ich sage euch, Leute, es gibt ja einige Let's Player hier, die meinen, sie müssten das Ganze mit 100% machen. Ich habe echt Respekt vor denen, weil das geht nicht. Ich nehme nichts mit und kann das Level schon aus Prinzip einfach nicht, weil es einfach scheiße ist. Ja, mach blind 100%, du hast gelitten, das schaffst du nicht. Wenn der Wish ist 100% blind den Kack schafft, dann gebe ich ihm ein Eis aus. Im Sommer! Ey! Ja, Secret of Mana ist geil, ey, jetzt komm mal. Ich raste echt aus hier. Das ist nicht mehr normal. Das ist einfach nicht mehr normal, dieses Spiel. Und das um 1:15, ey. Aber ist mir jetzt egal. Wisst ihr, wenn der Manu seine Let's Lalas macht, die macht er auch immer um 5 Uhr. Da beschwert sich auch keiner. Ja, ist ohne Witz. Der hat der Sepp mir erzählt. Der macht seine Scheiße um 5 Uhr. Weißt du, lallt da die ganze Wohnung zusammen. Das ist echt der Hammer. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen ruhiger angehen, ne? Wow, ne, der hat kein Leben. Manu hat kein Leben. Der hat noch nie ein Leben gehabt. Wer seinem Chef eine E-Mail mit Adolf schreibt, der hat kein Leben. Alter, hab ich's geschafft? Komm schon. Sag mir, ich... Nein, das... Nein. Nee, das ist nicht euer Ernst, dass ihr da... Alter, wenn wir das alles together machen, dann können wir gleich erstmal die Choleriker-Vereinigung anrufen, ja? Ja, genau, können wir direkt das Mirko-LP mit reinmachen. Ja, der ist für die Worte zuständig dann und wir spielen einfach nur und halten die Fresse. Alter, aber wie die jetzt hier bei dem Level gelitten haben, Wishes. Ich sag dir, so sehr hast du noch nie in deinem Leben gelitten. Ja, also dann kriegst du von mir ein Video, wo ich dich lobe bis zum Umfall. Minimum 6 Minuten, der hat gelitten, ich hab's geschafft. Da ist es. Boah, Leute, ich hab's geschafft, ich lauf gar nicht, wir haben's geschafft. Warte, ich guck mal nach. 8 Minuten haben wir gebraucht. Oh. Die hören dich nicht, Koteo. Boah, Leute, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Leute. Nein, hab ich doch eben schon gesagt. Ja, wie ich bin behindert. Ja, Kutelio ist wieder der Geilste, wisst ihr, Leute. Der kriegt wieder überhaupt nichts mit, ey. Der rechnet seinen Ernährungsplan aus und kriegt gar nichts mit. So, wir machen jetzt noch ein Level hier. Wir kriegen jetzt hier den Viertelstunde-Part noch voll, das sage ich euch aber. So, Zahnrad-Jogging hier. Ich mache kein Let's Play davon. Ja, nächste Woche fängt der Wishes mit den Videos an und ich sag dir... Ich sag euch, was musste? Wieso denn in 3 Tagen? Ja, dann erweitere den Tag schon mal auf 30 Stunden. Ja, warum denn wohl? Weil es so einfach ist. So, Leute, wer mir sagt, es wäre einfach, ihr könnt das vergessen. Erstens glaube ich euch das nicht und zweitens habt ihr gelitten, wenn ihr das einfach findet. Boah, ey. Boah, was sind das für Gegner hier? Die sind doch ein... Boah, Mechanik-Level sind die... Boah, ich mag auch Mechanik in der Physik nicht. Es ist einfach nur behindert.
Was soll das Vieh da? Was soll das darstellen? Ist das hier so eine Elvis-Verarsche oder was? Boah, das Spiel, Leute, ist aber richtig geil. Also, ich finde, man kann kaum aufhören, es zu spielen. Und... Ja, was? Was? Ja, wie soll das denn gehen? Boah, genau! Habt da mal gelitten? Ui! Diddy! Diddy forever! Way, hier ist der Speicherpunkt, Leute. Die Schweine geben immer die Speicherpunkte. Finde ich sehr lustig. Ah, genau, ne? Der Mirror-Mode, den es da noch geben soll, wisst ihr? Das ist der gelittenste Modus überhaupt. Da spielst du, glaube ich, nur Donkey. Und, ja, hast... Genau, hast nur ein Energie. Jetzt mal im Ernst. Das nur mit ein Energie. Ja, da bringe ich mich vorher selber um, bevor ich das nur mit ein Energie spiele. Ja, wenn der Wishes noch Zeit und Platz hat, macht er das auch irgendwann. Jetzt wird er größenwahnsinnig. Jetzt wird er größenwahnsinnig, Leute. Jetzt hat er gelitten. Aber richtig. Aua. Boah. Boah, Leute. Boah, Hilfe. Was soll das denn jetzt? Muss ich jetzt hier etwa abschätzen, wie das... Ja, alles klar. Da, noch ein Schwein, noch ein Schwein. Alter, genau. Ja, habt ihr gelitten oder was? Cotejo hat seine Trendkostliste rausgeschnitten. Rausgeschnitten vor allem. Nein, du Behinderten, du bist... Boah. Cotejo hat sich Fleisch rausgeschnitten, so. Nix hier mit, wie heißt das hier, Fett absaugen, da schneidet sich das instant raus. Ja, weiß ich, dass du rausgeschrieben gesagt hast. Ich hab rausgeschnitten gemacht, fertig. Okay, wenn Wishes das irgendwann schafft, das auf dem zweiten Modus auch durchzuspielen, dann let's play ich das auch. Das ist eine Sache, da bin ich voll einverstanden, weil da lebe ich eh nicht mehr, wenn der das spielt, so. Bin ich entweder schon an Herzversagen gestorben oder an Überaufregung, oder wie man das nennt. Boah, was? Way. Was für eine Scheiße. Nein, nein, du behindertes Vieh. Ein Let's Wette, ey. Ja, da ist das Ziel. Komm jetzt. Ha, Leute, da das gesehen, sowas nennt man Mega-Shoot. So, ja, er regt sich auf über die Zora-Eier bei den Piratenfestung, Leute. Weißt du, der Junge, der hat Probleme, die möchte ich haben. So, das war's jetzt hier von Donkey Kong, was auch immer. Ja, er lacht sich wieder ein ab, weil ich Donkey sage. Ich hab's immer so gesagt und ich werde es immer so sagen. Donkey Kong, so. Es wird kein Let's Play von dem Ding geben, solange Wishes nicht den zweiten Modus hat, aber vielleicht so immer mal zwischendrin, wenn ich Bock hab. Also, tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Fail-Tamer, Gamer.